Großen und Ganzen gefällt es mir einfach, mit den Menschen zu arbeiten und halt den Menschen zu helfen. Es ist halt ein sehr vielfältiger Job. Es gibt verschiedene Bereiche in dem Job. Man arbeitet mit Menschen, arbeiten, man ist am Röntgen, man ist im Labor, man ist am Blutabnehmen und man hat auch einen KV-Bereich, also man ist am Empfang, dort Termin machen, macht Abrechnungen. Also am besten gefällt mir im Beruf, dass ich Kontakt mit den Leuten habe, dass ich nicht eingeschlossen bin in einem Raum und den ganzen Tag für mich allein bin, sondern abwechslungsreich ist es auch und ich finde es mega interessant. Also ich finde, man lernt jeden Tag etwas Neues. Was mir weniger gefällt, ist die Bürotätigkeiten. Man hat verschiedene Posten in der Praxis. Man ist eingeteilt. Wenn ich jetzt eine Woche hinten dran im Büro bin und Bericht schreiben muss, eingehen habe, kriege ich nicht viel mit, über was vorne los ist. Und ja, ist nicht gerade so mies. Es ist dann manchmal schwer, weil man halt ab und zu einfach der Blitzableiter ist. Aber im Endeffekt lernt man halt auch mega viel dadurch. Man lernt mit Menschen umgehen, man lernt, wie man sich in so Situationen verhält. Und das ist natürlich noch praktisch und gut. Also nach einem Jahr habe ich die Lehre fertig und dann würde ich gerne mal eine Weile hier arbeiten, dass ich also ein bisschen genauer kennenlerne. Und im Team fühle ich mich gerade noch gut und danach würde ich mich gerne weiterbilden, aber was genau, weiß ich noch nicht so. Eigentlich möchte ich einfach zuerst mal die Schule oder halt die Lehre gut abschließen und danach mal schauen, vielleicht auch in dem Bereich 2-3 Jahre arbeiten, um Erfahrungen zu sammeln. Ich wollte einfach einen Beruf machen, wo ich Menschen helfen kann. Und mich hat Medizin schon immer interessiert, einfach wie der Mensch aufgebaut ist, wie man Menschen behandelt. Und Medizin ist einfach auch interessant. Und man braucht es einfach immer. Menschen sind immer krank. Und darum hat mich das so mega interessiert. Also ich bin schon in der Praxis reingekommen und habe die Frauen, die da waren, cool und schön gefunden, wie sie so fit die Leute reinholen und alles machen. Aber mir kam nie die Idee, gekommen, das zu machen. Und dann hat mir der Papa mal so gesehen, dass ich mal reinschaue. Und auch Gespräche am Tisch mal daheim haben wir so gehabt, dass sie es mal hinschauen könnte. Und dann habe ich angefangen, in den medizinischen Bereich reinschauen. Also Pharmaassistentin, bin ich mehreres geschaut und der hat mir am meisten gefallen, vor allen Dingen.